halt Mädels. Und willkommen auf Speedshop. Immer noch Großserientag hier. Aber ich will mal irgendwas aufnehmen, was auf jeden Fall aufgenommen werden muss. Ne? Er hier. Ja, ich mach heute den Babysitter. Aber hundertprozentig. Ja. Aber richtig abgearbeitet hier. Sieht man richtig viel nervig. Ne? Aber Hanna gibt keine Zigaretten. Gefährlich. Bei Hanna gibt keine Zigaretten, hast du gemerkt? Und dann will sie nicht. Das ist ganz fummelig mit. Ich aber auch. Ganz gefährlich. Er sucht eine Online-Anleitung, wie man Trabant wartet. Aber wir haben hier ein Chevy K30 stehen. Also mein ausgewiesenes Traumauto, schon immer gewesen. Ne? Restauriert, selber restauriert, das heißt Scheunenrestauration, aber gut. Hat er gut gemacht. Hat ihn da drin. Ne? Seiner ist das? Willst du dich vorstellen? Nee. Lieber nicht, ne? Nee, Gott ist aber du wartest schon lange her und ab hier. So, dann erstmal kommt die Arbeit, dann kommt erst der Spaß, weißt du, wie das ist. So, ich wollte dir mal eben zeigen, das ist echt krass. Also ihr hört schon mal, Selbstzünder. Und Selbstzünder laut. Mach den mal eben aus. Das, ich kann mich selber nicht verstehen. Und er kommt gerade vom TÜV, ne? Der ist nicht so laut für den TÜV, der passt. So, wir haben hier einen 6,2 Liter Saugdiesel V8. Das war damals so der kleine Transport-LKW der Amis. In den 80ern, oder heute haben die Dinger sogar noch. Ja, wie soll ich sagen? Das war halt so, das, was die so gefahren sind, das Transporter so. Ne? Das kleine Transport-LKW bei US Army. Ne? Wie gesagt, 6,2er Saugdiesel. Ah ja, 150 PS haben die nur gehabt oder was, ne? 150 PS und zigtausend Newtonmeter Drehmoment. Hier seht ihr die in den Turm. Die ist halt ganz so einzeln tauschen. Allein der Hauptbremszylinder, der große ist. Riesengroßes Schiff, ne? Und hydraulisch unterstützter Bremskraftverstärker, oder wie funktioniert das hier? Ja, du kommst überall ran, guck mal. Das, tausch den Motor, zwei Schrauben, bossst die Lenkung aus, paar Schrauben weg. Ne? Da sagen die immer, die Steelbuddies sind die großen Helden, und so ein Auto mit 3 Tagen zu restaurieren. Da ist ja nicht viel dran. Aber das Ding zu schweißen, die sind mit Rost bekannt, die rosten wie Sau. Die ist aber nicht, der ist gut. Ne? Ja, wir haben hier einen K30. Boah, ja, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Auch patinierter Zustand, seht ihr, ein bisschen mitlackiert hier, ne? Dashboard-Cover draufgesetzt. Denke ich wenigstens, ja, sieht so aus. Ist halt nicht viel dran. US Army von meinen Sparmodelle. Aber der hat was ganz Besonderes. Der hat einen ziemlich guten Unterboden. Alles neu, seht ihr das? Schön konserviert worden, das Ding. Euer Auspuff drunter. Guck mal, ich liege ja immer so unter. Rote hier, die Antriebswelle, die zeigt dir die Kanalwelle. Sagt ja mal richtig, was Phase ist mit dem Ding. 284? Ah, Tim schon gelesen, wa? Alter Cheater, hab ich nicht gesehen. Das ist mein Träumchen noch so, ne? So ein Ding. Aber die kannst du nicht mehr bezahlen. Die sind mir so teuer geworden. Guck mal, hinten Blattfeder, vorne hinten Blattfeder. Das ist mehr wie LKW, ne? Das Ding. Das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Das Krasse an dem Ding ist einfach nur, du kannst halt nicht viel zeigen, weil hier ist nicht viel dran, ne? Du hast hier nicht viel. Du hast einen Rahmen, du hast eine Hinterachse, du hast eine Vorderachse, du hast super Sperren, du hast eine Bremsanlage. Wenn dir der Bremsanlage am Fuß hält, dann kannst du erstmal 3 Wochen krank machen. Und einen ziemlich guten Zustand vom Rost hier, seht ihr das? Wird halt gemacht. Der riecht doch richtig nach Wachs noch. Und kommt halt gerade vom TÜV sozusagen. Ja, was haben wir hier? Seht ihr das? Oh, das ist schon ein Brett. Also ich finde, das ist schon, ne? Einzige, was fehlt, sind diese Schäkel. Wenn das eine Schäkel hat hier, er braucht noch welche. Ja. 3 Stück, einer ist noch da, ne? Ja, ja. Ne? Nur eben so gesagt. Weißt du schon, wir haben ja noch einen, so einen K30-Schäkel-Experten da. Übrigens, guck mal, die Anzeigen, die du hier drin hast, ist der gleiche Kram wie bei meinem Pontiac, ne? Alles GM, hier, sogar die Schalter sind dieselben wie beim Pontiac. Die habe ich beim Auto drin, die Einheit. Ist das gleiche, ist alles dasselbe. Ist alles hier GM und alles auf einen Haufen gepackt. Ja, deswegen, das ist schon ein Brett, das Ding. Rammbügel dran ist eingetragen. Wurde noch nie gesehen. Alter, das ist echt. Das ist original Rammbügel. Ja, geil. Ja, genau, weil die jetzt gekommen sind. Ne? Den hast du schon ewig, den Wagen hier. Das Opel-Radio ist gut. Ja, ist der GM. Passt doch wieder. Ja, Tarnlicht hat er auch, aber nicht mal angeklemmt. Guck mal, wenn ihr jetzt so guckt, ihr seht das hier, die Schäkel hier, die sind dafür da, das sind diese Nachdruckschäkel, und der hat hier hinten, pass auf, der ist direkt am Rahmen für den Rahmen verbunden. Da kannst du richtig was mitziehen. Ne? Das ist ein richtiges Arbeitstier, mit dem Ding bleibst du eigentlich nirgendwo stecken. Ne?
Die sind spezial hier, farblich. Was bewegst du? Blackout, dann ist hier kein Licht gleich mehr. Dann ist er gleich auf. Dann ist gleich der Strom weg. Das Geilste daran ist, ich darf ihn gleich mal fahren. Ich hab gefragt. Oh, dann gehen wir mal aufs Klo. Was hast du denn vor? Ja, auf vom Klo, wa? Fertig geklot. Jetzt geht's wieder dahin. Das ist ein K30, genau. Hast du gut geraten? Habe ich dir nur gerade erzählt, ne? Ja. Machst du an? Hier, Lichtmaschine 1, Lichtmaschine 2. Wir haben zwei Batterien. 24 Volt. Alter, ist das geil, ne? Alter Schwede. Das ist echt ein Brett. Aber alles das gleiche. Gleicher hier wie beim Pontiac. Radio. Ist auch geil. Opel Radio. Ist aber das gleiche. Mal gucken. Für den Omega nicht platt machen. Das ist echt eine Kiste. Ein Overdrive? Ja, aber nicht. Dann bis gleich! Tschüss! Alter, guck dir mal an. Ey, ey, das ist mehr wie Panzerfahren, ne? Alter, hör dir das mal an. Ich muss sowas auch haben. Aber ich kann mir sowas nicht leisten. Er hat auch gesagt, er hat sich sein gekauft. Das ist auch schon wieder 7 Jahre her oder was. Ja, währenddessen Jan verfolgt mit seinem Mofa. Ist das denn geil? Alter Schwede, Lenkung spielt doch super. Ne? Das ist gar nichts mit der Lenkung. Alter Schwede, das ist echt eine Kiste. Cool, ne? Da will ich mal auch noch eine Bude stellen, das Ding. Willst du wirklich so einen haben? Ja, unbedingt. Papa, wo essen können wir heute Abend irgendwo anders essen, nicht zu Hause? Mama macht heute Essen, hat sie gesagt. Und? Alter, ist das ein Brett, ey. Drauflatschen. Der verfolgt uns nicht. Doch, Jan ist hinter uns. Der ist nur voll abschleppen. Wenn hier 2,5 Tonnen Pickup liegen bleibt, dann schleppt er auch mit so einer Kreidler ab. Das ist eine Kreidler, die kann er. Weißt du, die coolsten, weil alle finden den hier. Alter, mit dem Ding bist du echt der coolste. Da kannst du über alles wegfahren. Wenn du es hinten in den Corsa da hinten reinbretterst, der da hinten steht, ne? Der Corsa ist Matsch. Du hast immer eine Beule am Auto. Guckt euch das Ding mal an, ey. Alter, ist das geil! Das kann ich den ganzen Tag machen. Und ich kann mal Wände probieren, Die Probefahrt machen. Ich will ja nicht zu viel von diesem wertvollen Diesel verbraten, weil das sind immer 6,2 Liter, die wir hier im Hubraum haben. Ne? Aber der fährt sich babyleicht. Ne? Hier zufällt bei einem Allrad. Der kleiner Gang, großer Gang, mehr hat er nicht. Ne? Alter, hört ihr das mal an? Das ist ein original gepopelt, ne? Guck mal, der Bus hat die auf dem Hausflur, hat der hinten. Interessant. Na, die haben gesehen, dass wir abgebogen sind. Alles gesehen. Katzen-Maus-Spiel verloren. Aber ich sag mal so, damit bist du auch nicht ganz unauffällig. Mit dem Ding hier. Mit dem machst du wirklich Krach, ne? Den hat mal an, ey. Alter. Das ist geil. Jetzt noch ein Trabi hinten auf der Ladefläche und hinten noch hier ein Trailer dran mit dem Auto. Das wäre doch ein richtiger Traum. Da willst du einige Autos weggeben von sowas hier. Boah, krass. Die Lenkung ist super von dem Ding. Da meinst du, die müssen eilig, der geht eigentlich. Boah, krasses Ding. Und die Leute, wie die gucken. Und die denken auch, was ist jetzt verkehrt. Aber die musst du mit großem Ziel fahren. Da kannst du noch einigermaßen tanken. Guck mal, der hat hier auch so eine NATO-Dose zum Überbrücken drin.
Und das Abgefuckte ist normal. Wir fahren hier einen restaurierten K30, aber das ist immer so ein bisschen abgefuckt. Wir haben kein Dach mehr dran, gar nichts. Das gehört so, ne? Das ist ein Militärfahrzeug, das ist kein Luxus. Das hat Radio drin, hat das schon ein Wunder. Alter Schmuck. Hier, Kalle, hier. Jetzt nach dem See. Ich muss noch mal eben links abbiegen. Ich will doch mal mit dem Kreisverkehr fahren, ey. Das macht mir richtig Spaß. Da könnte ich den ganzen Tag mit dem Gegenrad an. Echt, ohne Scheiß. Aber ich habe auch großen Respekt vor dem Auto, ne? Oder vor dem Besitzer. Ich meine, das ist auch ein ganz geiler Move von ihm. Nochmal großes Danke, wie du das guckst von dem Auto hier. Dass du mich damit fahren lässt, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich jeden damit fahren lassen würde, mit so einem Auto hier. Weil die Arbeit hier drin steckt. In dem Auto, das da einigermaßen gut ist. Boah! Alter! Aber du Gas gehst ja fast in der Pontiac, ne? Ja. Aber nur mit der Gasannahme. Guck mal, da kann man noch laden. Ah, vom Wendekreis? Testen wir mal eben aus. Alter, das geht ja noch um eine Kurve, das Ding. Das geht ja sogar noch. Der Mofa verfolgt uns nicht. Nee, das war ja zu viel. Da kann Sprit mehr auf dem Mofa. Alter Schwede. Deswegen ist das zur Tankstelle gefahren. Ja, glaube ich nicht. Ist das geil oder ist das geil? Ne? Das ist wirklich ein Träumchen von mir, so ein Auto. So was zu besitzen. Und da kommt der Jürgen, der Kleine. Der will ein bisschen aufpassen, dass er nicht aufs Auto fährt. Weil den machst du ja so platt mit dem Ding. Ne? Das ist echt hardcore. Aber das ist schon, das ist ein Brett. Ne? Richtiges Brett. Alle gucken uns so an. Nein, ja, die gucken nicht. Die mögen keine Autos, die beiden. Das ist das Grüne. Weil das Ding hat nämlich 6,2 Liter V8 Diesel und keinen Kart. Ne? Hier drauf näher stand. Alle Briefkasten. Alles drauf. Heute ja? Ja. Oh, der Briefkasten ist nämlich zurückhaben nachher. Dass Jan den noch hat. Krasses Ding. Alter, da können wir den ganzen Tag machen. Nee, ist ja nicht unserer. Ist ja seiner. Guck mal, Spango da auch dabei. Alter, das ist ein Brett. Also ohne Scheiß. Das ist ja, da kriegst du ja Pipi in den Augen mit dem Ding. Ja, und vor allem. Noch hüpf mal raus, Hanna. Mal gucken, wie gut du dich schlägst. Ey, richtig elegant. Nicht schlecht. Hätte ich auch so gemacht. Nee, das wäre noch ein Träumchen. Danke, Alter, dass ich fahren durfte, ne? Ist auch nicht selbstverständlich. Weil das ist ja. Warten, bis er absolut unbezahlbar ist und dann kannst du ihn kaufen. Ja, ist so. Nee, aber das ist halt, wie gesagt, 15.000 Euro zahlt für so ein Rad mittlerweile. Ne? Und ich habe keine 15.000 Euro für ein Auto. Leben nicht. Kann ich nicht ausgeben. Und wenn du richtig schlechten kaufst, na gut, die sind wartungsfreundlich, man kriegt da Teile für. Ne? Nee. Ja, aber neu. Teuer. Ja. Du kannst nicht nach Udo fahren und sagen, hier komm, ich. Weißt du, mein ganzer Kram baut ja darauf auf, dass ich immer hier einen alten Golf 2 habe und aber Udo einen Golf 2 findet, dann baue ich auch zwei ein. Ne? Und da kriegst du nichts für. Ne? Das ist halt ein Traum, aber ich dachte, das wird ein Traum sein, der immer unerreichbar ist für mich. Definitiv. Da kann ich nicht gegen anverdienen. Schade, ich bin 10 Jahre zu jung. Vor 10 Jahren hast du die billig gekriegt, die Dinger. Ich will Hanna irgendwann auch mal sagen, scheiße, ich hätte gerne mal einen Trabant, aber den kannst du auch nicht mehr bezahlen. Ne? Wenn er sich von der hier Villa eine Malediven gekauft hat für das Ding. Nein, ist nicht. Das ist der Morlock-Hype. Das ist dieser Fernseh-Hype, der hat die so teuer gemacht. Das sehe ich so. Ja. Ne? Früher war das so ein Auto, sag mal, wenn man einen LKW braucht, der hat sich sowas gekauft. Was wirklich geil ist. Ne? Das ist so ein Mittelding aus allen. Ne? Naja, willst du machen. So, ich wollte nur eben daran teilhaben lassen. Ja, wisst ihr Bescheid. Ne? Ich weiß nicht, ob die cool ist. Willst du vertauschen? Alle drei! Ne? Haut rein, alle runter. Vier.